Buch vorlesen, bevor wir dann in das Gespräch mit Ihnen sofort dann auch eintreten. Und ich lese als erstes eine kleine Passage aus dem Vorwort, aus der Einleitung vor. Und dann haben wir ein kleines Lesespiel vorbereitet, Daniel Haney und ich. Deshalb sitzen wir hier auch schon wie zwei so Schachkontrahenten einander gegenüber. Und Sie können dann gleich dem kleinen Leseduell beiwohnen, bevor wir uns dann wieder ganz Ihrer Aufmerksamkeit zuwenden. Und erstmal geht es los. Das ist ein Buch, wie schon gesagt, in dem man sich über das bedingungslose Grundeinkommen und die Volksabstimmung in der Schweiz informieren kann. Und entsprechend heißt das Vorwort einfach, worum es geht. Fragen verändern alles. Was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre? Nachdem eine solche Frage beherzigt wurde, ist nichts mehr so, wie es war. Das Leben verläuft anders. Es gibt kein vor die Frage zurück mehr. Wer Fragen stellt, der stellt zugleich etwas in Frage. Was als selbstverständlich galt, gilt jetzt nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr als selbstverständlich. Fragen bringen das Alte aus dem Gleichgewicht und verleihen dem Neuen Gewicht. Sie bieten Gelegenheit, sich auszusprechen und abzustimmen. Sie ebnen den Weg in die Zukunft, den wir gemeinsam gehen wollen. Gute Fragen sind die besten Antworten, da sie niemandem eine Antwort aufzwingen. Sie bringen auf den Punkt, worum es geht, und lassen offen, wie es weitergeht. Wir werden umso besser miteinander umgehen, je besser die Fragen sind, die wir vertiefen. Was fehlt, wenn alles da ist? Diese Frage stellt sich angesichts des Mangels im Überfluss, der Armut im Reichtum, der Leere in der Fülle. Und diese Frage, was fehlt, wenn alles da ist, ist auch die Frage, die zum Titel dieses Grundeinkommensbuches erhoben wurde. Und was es mit dem Grundeinkommen auf sich hat, darauf sind wir in bestimmter Form am Ende des Buches zu sprechen gekommen. Und das wollen wir jetzt ein bisschen präsentieren. Und da steigt der Daniel jetzt mal ein. Genau. Und das bedingungslose Grundeinkommen, das ist eigentlich etwas ganz, ganz Einfaches. Ich will sagen, dass die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens eigentlich eine ganz einfache Idee ist. Es geht nämlich darum, das ist der Vorschlag, der Diskussionsvorschlag, dass man den Teil des Einkommens, den jeder Mensch unbedingt braucht, dass man den bedingungslos macht. In der Schweiz würde man sagen, das ist eine Durchsetzungsinitiative des allgemeinen menschlichen Verstandes, des gesunden Menschenverstandes. Weil wenn wir verstanden haben, dass wir einen Teil des Einkommens ja sowieso unbedingt brauchen, ist es doch nur vernünftig, wenn wir den auch bedingungslos gewähren. So einfach ist eigentlich die Idee. Jetzt, wenn man das vorschlägt, so ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen, geht eine starke Debatte los. Es wird sehr emotional und es gibt ganz viele Missverständnisse. Und deshalb haben wir im Glossar, hinten im Buch, ein Glossar der Missverständnisse geschrieben. Und mit dem würden wir jetzt gerne einsteigen, dass wir ihn aus dem Glossar vorlesen, damit wir einen guten Boden haben dann fürs Gespräch. Eines der zentralen Missverständnisse ist, dass das Grundeinkommen ein Lohn für alle sein soll. Lohn ist die Vergütung der Leistung eines Arbeiters. Das bedingungslose Grundeinkommen ist, anders als alle Lohnformen, nicht an eine Gegenleistung gebunden. Es ist bedingungslos. Es ist keine Bezahlung. Lohn ist das, was man durch Erwerbsarbeit verdient. Das bedingungslose Grundeinkommen ist das, was man für jede Arbeit braucht. Nächste Missverständnis. Genau, also auf Lohn für alle, das erste Missverständnis, folgt Geld für nichts. Das zweite Missverständnis. Geld für nichts. Zu glauben, das bedingungslose Grundeinkommen sei dafür da, nicht zu arbeiten, ist irrtümlich. Das Grundeinkommen stellt einen frei zu arbeiten, sich zu engagieren, initiativ zu werden.
Der Irrtum basiert auf der Annahme, dass Arbeit nichts anderes als eine Zwangsmaßnahme sei. Gemäß dieser Annahme tun wir nichts, wenn wir nichts mehr tun müssen. Das bedingungslose Grundeinkommen raubt nicht die Arbeitsmotivation, sondern steigert sie, indem es verhindert, dass aus existenziellen Gründen sinnlos gejobbt werden muss. Das dritte Missverständnis ist, dass das Grundeinkommen mehr Geld wäre. Und das ist ein gravierendes Missverständnis. Das ist sogar dem Schweizer Bundesrat, der Schweizer Regierung passiert, als sie die Botschaft ausarbeiten mussten, ob der Bundesrat den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern in der Schweiz empfiehlt, die Volksinitiative dann anzunehmen oder abzulehnen. In dieser Botschaft ist zu lesen, dass das Grundeinkommen mehr Geld wäre und deshalb nicht finanzierbar. Das bedingungslose Grundeinkommen ist kein zusätzliches, sondern ein grundsätzliches Einkommen. Wäre das Grundeinkommen ein zusätzliches Einkommen, wäre es utopisch. Genau das denken viele. Gute Idee, aber leider nicht finanzierbar. Das bedingungslose Grundeinkommen befreit alle bestehenden Einkommen im Bereich der Existenzsicherung von den Bedingungen. Es gewährt den Sockel der bestehenden Einkommen bedingungslos. Das betrifft die Erwerbseinkommen ebenso wie staatliche und private Transfereinkommen. Nur wer heute weniger als das Grundeinkommen, also das Lebensnotwendige, auf dem Konto oder eine Erwerbsarbeit hat, die unterbezahlt ist, hat dank des Grundeinkommens schließlich mehr. Diese Investition zahlt sich durch die bessere Konsum- und Leistungsfähigkeit der Grundeinkommensgesellschaft aus. Ja, interessant, dass man für dieses Argument ja erstmal verstehen muss, dass heute ja schon jeder ein Grundeinkommen hat. Mehr oder weniger bedingungsvoll, mehr oder weniger unter widrigen Umständen. Dass jeder, um in einer arbeitsteiligen Gesellschaft zu überleben, ein Einkommen braucht, um damit konsumieren zu können. Und das Grundeinkommen, das Bedingungslose, sagt, hey, das, was jeder unbedingt braucht, das ist recht plausibel, ihm bedingungslos zu gewährleisten. Ein Gegenargument, was sehr beliebt ist in linken Kreisen, in sozialdemokratischen Kreisen, das ist das Argument, was gleichzeitig als ein Vorwurf gegen die Liberalen verwendet wird, dass das bedingungslose Grundeinkommen den Sozialstaat abschaffen würde. Und auch zu diesem Argument, weniger Sozialstaat als Missverständnis bezüglich des Grundeinkommens, haben wir etwas geschrieben. Das bedingungslose Grundeinkommen schafft den Sozialstaat nicht ab. Es ersetzt die bestehenden Sozialleistungen in seiner Höhe. In seiner Höhe heißt, die Sozialleistungen, die unterhalb des Grundeinkommens liegen, werden durch das Grundeinkommen ersetzt. Der Bedarf, der darüber hinaus besteht, bleibt selbstverständlich bestehen. Alle Sozialleistungen auf das Niveau des Grundeinkommens abzusenken, ist ein neoliberaler Trick, auf den Sozialdemokraten hereinfallen. Sie fürchten, das Grundeinkommen könnte ihre Verdienste um die bestehenden Sozialleistungen gefährden. Das Gegenteil ist der Fall. Das bedingungslose Grundeinkommen gestaltet die Sozialleistungen freier, indem es sie um die Selbstbestimmung erweitert. Nämlich ist es das Missverständnis, dass man erst gute Menschen sein müsste, damit es dann auch legitim und sinnvoll wäre, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Nur für gute Menschen. Das bedingungslose Grundeinkommen sei, so ein häufiges Missverständnis, nur etwas für gute Menschen. Es setze ein idealistisches Menschenbild voraus. Da die Menschen jedoch nicht nur gut seien, sei die Idee des Grundeinkommens zwar gut, aber leider realitätsfern. Dahinter steht die Vorstellung, dass es unverantwortlich sei, jemandem die Existenz zu sichern, ohne dass er etwas Gutes tut. Das verkehrt das Anliegen des Grundeinkommens. Wir sind als Gesellschaft nicht für die Fehler des Einzelnen verantwortlich.
sondern dafür, dass er Fehler machen kann, ohne die Existenz dabei zu verlieren. Das Grundeinkommen setzt keinen guten Menschen voraus, sondern hilft jedem Einzelnen, dass sich das Gute in ihm zeigen kann. Der allerersten Gegenargumente, die gegen das bedingungslose Grundeinkommen aufgefahren werden, seit Jahrzehnten zumindest, seit es in der deutschen Debatte um das Grundeinkommen heißer hergeht, ist ja gleich das allererste Argument, ja, wer würde denn dann noch arbeiten? Und immerhin, wenn man meint, dass es dann doch noch einige geben würde, die sich engagieren, bleibt eine Frage doch noch bestehen, aber wer verdammt nochmal macht denn dann die Drecksarbeit? Das heißt, die Frage nach der Drecksarbeit ist auch eines der Missverständnisse, die wir hier in diesem Glossar zusammengefasst haben, und zwar das Missverständnis, Drecksarbeit bleibt liegen. Und wer macht dann die Drecksarbeit? Diese Frage ist sehr beliebt und taucht in verschiedensten Abwandlungen auf. Würde das bedingungslose Grundeinkommen nicht falsche Arbeitsanreize setzen? Warum sollten wir noch arbeiten, wenn wir bereits ein Grundeinkommen hätten? Wer arbeitet schon freiwillig? Allen Abwandlungen dieser Frage ist gemeinsam, dass die Frage gar keine Frage, sondern eine Behauptung in Frageform ist. Die eigentliche Frage lautet: Was macht Arbeit dreckig? Dass sie den Dreck wegmacht? Dass wir sie schlecht bezahlen? Dass wir sie nicht wertschätzen? Dreckig ist nicht die Arbeit, dreckig sind die Umstände. Das deckt das Grundeinkommen auf. Das Grundeinkommen putzt die Drecksarbeit. Das nächste Missverständnis ist die Inflationsgefahr. Wer der Ansicht ist, das bedingungslose Grundeinkommen sei ein zusätzliches, kein grundsätzliches Einkommen, der befürchtet zugleich, dass es zu einer Inflation führen würde. Da das Grundeinkommen im Prinzip jedoch nicht mehr, sondern bedingungsloses Geld für den Einzelnen bedeutet, ändert sich prinzipiell weder Einkommen noch Preise. Steigen werden im Einzelfall die Preise und Einkommen, die heute zu niedrig sind, sinken werden jene, die zu hoch sind. Ja, das Grundeinkommen putzt vielleicht die Drecksarbeit, aber leider nicht meine dreckige Hose. Aber wie auch immer. Das ist ein Argument, das wiederum in sozialdemokratischen Kreisen kursiert und in liberalen Kreisen befürchtet wird bezüglich des Grundeinkommens. Diesmal geht es um Umverteilung. Wir haben noch drei weitere, mit dem Umverteilungsargument noch vier weitere Missverständnisse, die wir hier aufgelistet haben, und dann haben wir eine ganz große Frage an Sie. Also bereiten Sie sich schon mal vor. Zum Umverteilungsinstrument aber erstmal. Der Wunsch oder das Grauen davor, dass mithilfe des bedingungslosen Grundeinkommens eine Umverteilung zwischen Arm und Reich stattfindet, tauchen immer wieder auf. Das Grundeinkommen erfüllt jedoch weder den Wunsch danach, also nach der Umverteilung, noch begründet es die Angst davor, also die Angst vor der Umverteilung. Es verteilt nicht Geld um, sondern Macht. Es ermächtigt jeden, sich nicht der Macht des Geldes beugen zu müssen. Das nächste lautet, so ein bedingungsloses Grundeinkommen, das wäre nur gerecht, wenn man das weltweit einführen würde. Und ich bin natürlich der Meinung, wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen verhindern will, muss man fordern, dass es weltweit eingeführt wird auf einen Schlag. Nur weltweit einzuführen. Nicht selten ist das Argument zu vernehmen, dass es doch unmoralisch sei, das bedingungslose Grundeinkommen in der fetten Schweiz einzuführen, solange es anderen Ländern schlechter gehe, wie Deutschland zum Beispiel. Ganz zu schweigen. Das steht, das steht nicht im Buch. Wir wollen es ja auch in Deutschland verkaufen, genau. Ganz zu schweigen von den Millionen Hungerleidenden weltweit. Das ist ernst. Zwar stimmt es, dass es ein Hohn ist, sich hier um Luxusprobleme zu kümmern, während woanders existenzielle Not herrscht. Aber dennoch ist es ein falscher Einwand gegen das Grundeinkommen. Natürlich löst es, wenn es in der Schweiz eingeführt wird,
nicht das Welternährungsproblem. Doch der Gedanke, etwas Gutes nicht zu tun, weil es woanders nicht getan wird, ist kurzsichtig. Das Grundeinkommen hilft, die Kurzsichtigkeit zu heilen und den Blick für das zu weiten, was andernorts fehlt. Ein Aspekt, der in der Schweizer Debatte wiederum von besonderer Bedeutung auch ist und der oft als Frage angeführt wird, ist, wie sich das bedingungslose Grundeinkommen auf die weltweite Bewegung von Menschen und ihre Migrationswilligkeit oder Unwilligkeit auswirken würde. Eines der Missverständnisse bezüglich des Grundeinkommens ist das Missverständnis, dass es ein Migrationsanreiz sei. Würden nicht alle Ausländer kommen, wenn das bedingungslose Grundeinkommen kommt? Nein. Die Migrationsberechtigung regelt das Einwanderungsgesetz. Die Frage der Migration stellt sich unabhängig vom Grundeinkommen, zumal die Motive zur Migration weniger in den Möglichkeiten des Fremden als in den Unmöglichkeiten des Heimatlandes liegen. Wir sagen, die allerwenigsten der Migranten und vor allem der Flüchtlinge, die heute zu uns nach Europa kommen, wollen unbedingt in den europäischen Sozialstaat einwandern, sondern fliehen einfach vor Bomben, vor Nahrungslosigkeit und anderen Unmöglichkeiten und gar nicht unbedingt dahin, weil sie jetzt unbedingt Goethe und Schiller in der Schule lesen wollen oder ähnliche Angelegenheiten. Ein letztes Missverständnis heißt die Überschrift Herdprämie. Das kommt eigentlich aus Kreisen, aus emanzipatorischen Kreisen, aber ich meine eigentlich aus falsch verstandenen emanzipatorischen Kreisen. Danach stellt euch dann Philipp die Einstiegsfrage zum Gespräch. Herdprämie. Wenn man einfach so Geld bekommt, dann muss das einen Haken haben. Niemand wird einfach so etwas geschenkt. Was also ist der Haken des bedingungslosen Grundeinkommens? Die einen sagen, es sei eine Herdprämie, also Geld, das die emanzipierten Hausfrauen oder Hausmänner wieder an den Herd binde. Die Angst ist unbegründet. Das Grundeinkommen ist bedingungslos in die Hände des Einzelnen gelegt. Also nicht an den Haushalt gebunden, sondern immer an die einzelne Person. Er entscheidet, der Einzelne, was er will. Wiederum andere sagen, das Grundeinkommen sei eine Schweigeprämie. Man erhalte es, damit man die Klappe hält. Damit man die Klappe halte, ist richtiges Deutsch. Es sei eine Art Geldpille, die uns ruhig stelle und widerstandslos mache. Auch das ist abwegig. Das bedingungslose Grundeinkommen ist kein Schweigegeld, sondern Geld für die eigene Stimme. Soweit die Missverständnisse. Ja, Pustekuchen, von wegen soweit die Missverständnisse. Also falls Sie nicht zugehört, sondern mitgezählt haben, dann hätten Sie jetzt gezählt, dass wir Ihnen gerade 11 Missverständnisse präsentiert haben. Auf mehr haben wir es in diesem schmalen Anhang nicht gebracht, aber es wird ja unendlich viel mehr geben. Und deshalb wäre meine erste Frage an Sie, und so können wir vielleicht in das Gespräch heute starten, welches verdammt nochmal ärgerliche Missverständnis haben wir denn gerade überhaupt nicht genannt? Was fällt Ihnen ein, wo Sie sagen, hey, da haben Sie aber so oft Probleme, wenn Sie mit Menschen über das Grundeinkommen sprechen, ob die nun dafür sind oder dagegen, aber es herrscht einfach bezüglich eines grundsätzlichen Punktes ein totales Missverständnis vor. Ich sehe schon, dass die erste Hand hochgeht. Es fängt damit an, dass der Begriff Grundeinkommen und bedingungslos dazu sprachlich in die Irre führt. Denn Einkommen ist etwas, was ich für eine Leistung bekomme. Sie wollen aber nichts etwas vergüten an den Menschen für eine Leistung, sondern bedingungslos ohne Begründung. Deswegen bin ich der Meinung, dass Ihr Grundeinkommen eher eine Grundversorgung ist. Und dieser Begriff Grundeinkommen ist in meinen Augen schlichtweg falsch. Dann habe ich eine Nachfrage dazu. Was ist in Ihren Augen die Leistung, wenn man Arbeitslosengeld erhält? Das ist ein Teil eines Grundeinkommens, wenn Sie so wollen. Aber dann wäre die Leistung, dass man darauf verzichtet zu arbeiten, oder? Nein. Ich hätte zwei Gründe, aber das passt jetzt an dieser Stelle.
als Begründung für das Thema Grundversorgung, wie ich es nennen möchte. Weil die Frage beschäftigt einen ja, wenn man sich mit dem Thema befasst, und das mache ich seit mehreren Jahren, was ist die wirkliche Begründung für dieses Gebilde, was ich Grundeinkommen und was ich Grundversorgung nenne. Da gibt es Gründe, wie ich inzwischen meine. Aber das ist ein anderes Thema dann. Ja. Aber Sie sagen ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Einkommen ist immer an Leistung gebunden. Sonst ist es kein Einkommen, sonst ist es eine Versorgung. Das Begriff ist Einkommen etwas, das Ergebnis einer Leistung, die ich vorher gebracht habe. Nein, das stimmt nicht. Ist vor allem interessant, bevor wir gleich dann sofort in den Intimfight einsteigen können. Sie haben den Begriff des Einkommens, dann können Sie gerne antworten, gerade so verwendet, wie wir im ersten Missverständnis den Begriff des Lohnes verwendet haben. Wir haben nämlich gesagt, der Begriff des Lohnes, das eigentlich auch historisch markiert, der Begriff des Lohnes, der Lohn definiert sich dadurch, dass Sie sozusagen für eine Leistung von einem Lohngeber einen Lohn erhalten, seien es Früchte, seien es wie auch immer. Also im volkswirtschaftlichen Sprachgebrauch ist Einkommen das Ergebnis einer Leistung. Das für eine Leistung als Gegen... Aber da hat Herr Hengi die ketzerische Frage gestellt, was ist mit dem Transfereinkommen, das ich vom Staat beziehe als Arbeitslosenempfänger? In dem Zusammenhang könnte man sagen, das ist quasi ein Grundeinkommen, wie Sie es nennen, oder eine Grundversorgung. Ja, also Sie schwimmen schon. Nein, ich schwimme überhaupt nicht, weil das eine ist die Versorgung des Menschen. Gleich saufen Sie ab, wenn Sie auch noch draußen sind. Als Anspruch darauf, und das ist im Prinzip eine der wahren Gründe für das, für das Sie eintreten und für das ich auch eintrete, dass eben es reicht, ein Mensch zu sein, um etwas zu bekommen und überleben zu können. Und wenn Sie das Grundeinkommen nennen und ich eine Grundversorgung, ist es, wenn wir dafür eintreten, dann sagen, es muss reichen, dass man ein Mensch ist. Wollen Sie auch dasselbe? Oder? Ja, wir sehen ja schon, dass der Wortklang, rhythmisch oder nicht, trotzdem eine Rolle spielt. Wenn Sie Versorgung vorziehen und Einkommen lieber hinteranstellen, dann spielt das doch eine Rolle, welche Worte wir brauchen. Ja, selbstverständlich, ja. Und ich wollte nur einwenden, indem wir stehen auf das Einkommen, wenn man das sprachlich und auch sozialgeschichtlich mal zurückverfolgt, dass wir eigentlich drei Begriffe mindestens in Deutschland haben. Den Lohn, das Gehalt und das Einkommen. Und so wie ich das für mich eigentlich kennengelernt habe, ist Lohn das Geld, was der Arbeiter kriegt, nachdem er was geleistet hat am Ende des Monats. Das Gehalt kriegt der Angestellte in der Mitte des Monats. Und das Einkommen war eigentlich dem Beamten zugedacht am Anfang des Monats, damit sie freigestellt von materiellen Zwängen und Möglichkeiten, ihr Arbeitsergebnis zu beeinflussen im Sinne der Herrschenden, damit sie frei davon ihre staatlich erwartete, neutrale, den Gesetzen gehorchende Leistung verbringen. Sie liefern inzwischen, ich glaube, für den Herrn Hengi eine interessante Begründung für das Grundeinkommen, bleiben ruhig bei Friede, dass die Beamten das am Anfang des Monats bekommen haben. Das ist ja das Interessante. Ich kann ja nur Arbeit leisten, wenn ich etwas habe, damit ich leistungsfähig bin. Genau. Dazu brauche ich das am Anfang und nicht am Ende. Deswegen ist alles, Lohn und Gehalt ist ja inzwischen nicht mehr das Thema, ob man es Lohn oder Gehalt nennt. Es ist alles Einkommen. Wobei das ja nicht um das Zeitliche geht, also ob man es jetzt am Anfang vom oder am Ende vom Monat, sondern ob man das mental klar kriegt, dass ich ein Einkommen brauche, damit ich arbeiten kann, oder ob ich denke, ich muss arbeiten, damit ich ein Einkommen bekomme. Das ist richtig, ja. Das ist genau der kleine Unterschied zwischen dem, was man braucht, um Mensch sein zu können und dann auch arbeiten zu können, oder ob man, ich sag mal, irgendein Einkommen, ich bei meiner Begründung, dass Versorgung der bessere Begriff wäre, dass man erst was tun muss. Jeder weiß, dass er das nur tun kann, wenn er täglich zu essen hat, täglich zu trinken hat und bestimmte Dinge ihm da sind, ja. Ohne denen er die Leistung nicht erbringen kann. Sie hatten ja gleich, bevor ich in die Runde weiterfrage, was für Missverständnisse es noch gibt, Sie hatten ja gesagt, Sie haben eigentlich zwei Missverständnisse ausgemacht und Sie haben uns das erste verraten, nämlich Sie haben gesagt, das Wort Grundeinkommen führt in die Irre und ich meine, Sie hatten auch gesagt, das Wort bedingungslos führt in die Irre. Was möchten Sie dazu sagen? Das Wort bedingungslos
Sie müssen eben die Bedingungen schaffen, dass Sie eine Grundversorgung gewähren können. Deswegen ist das nicht, es gibt im Leben streng genommen eigentlich nichts Bedingungsloses. Das fängt schon an, dass eine Geburt nicht bedingungslos erfolgt, sondern einen entsprechenden Schöpfungsvorgang. Insoweit stört mich das Wort bedingungslos von seiner Bedeutung her, ist der unnötig eigentlich. Wenn ich als Mensch erkenne, dass ich was Bestimmtes schaffen muss, damit Leben möglich ist, ist das eben meine Entscheidung, aber damit nicht bedingungslos. Sondern eine menschliche, humanitäre Entscheidung. Und um die geht es letztendlich. Und das ist der Grund, warum ich sage, bedingungslos ist meiner Ansicht nach an der Stelle nicht angebracht. Also Politiker und Politikerinnen, die haben ja auch ein Einkommen. Und das ist ja noch, finde ich, interessant. Das hat ja eine Art Bedingungslosigkeit, nämlich die Abgeordneten, die haben ja ein Mandat und die bekommen ein Einkommen ja nicht dafür, wie oft die dann Ja stimmen oder Nein stimmen, sondern die bekommen ein Einkommen dafür, dass sie möglichst unabhängig und aus ihrem eigenen freien Entscheidungsprozess heraus dann Ja oder Nein stimmen. Und dann ist es doch auch immer sehr wunderlich, dass gerade die Politiker oft nicht verstehen wollen, warum es ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle Bürgerinnen und Bürger geben soll. Eigentlich sollten die das ja aus eigener Erfahrung schon kennen und schon ein Gefühl haben. Da steht ja dann die Machtfrage im Weg. Aber die Macht, ja genau, die Macht. Die Machtfrage ist das Entscheidende hier. Es geht nicht um die Höhe des Geldes, die gezahlt wird, sondern die Macht, die dabei verloren geht. Das ist auch einer der zwei Gründe, warum ich sage, es ist positiv eigentlich zu beurteilen. Ich sage mal so, das bedingungslose Grundeinkommen ist für mich die Grundvoraussetzung, um Demokratie überhaupt ausüben zu können. Denn Ausübung der Demokratie heißt in erster Linie, dass ich Nein sagen kann. Nicht, dass ich Ja sagen kann, sondern dass ich Nein sagen kann. Ohne zu befürchten, dass wenn ich Nein sage, ich morgen kein Essen mehr habe auf dem Tisch. Naja, aber zum Nein sagen gehört doch mindestens dazu, dass man weiß, wie viel Geld man dann bekäme bei dem bedingungslosen Grundeinkommen. Demzufolge ist es schon wichtig, meiner Ansicht nach, zu wissen, wie viel das dann ist. Ich meine, nur zu sagen, es muss irgendwo reichen, das tut irgendwo Hartz IV auch. Die Leute holen nicht automatisch mit Hartz IV. Also insofern, ja. Also würden Sie sagen, eines der Missverständnisse ist vielleicht, dass man selten eigentlich damit operiert, was für eine Größenordnung das eigentlich wirklich hätte, um es sich besser vorstellen zu können. Könnte ich Sie in diese Richtung verstehen, bezüglich der Missverständnisse? Ich möchte es gerne wissen, weil es soll ja keine Verschlechterung sein zum Beispiel. Mhm. Und was nicht bei Ihrem Konzept. Es gibt ja verschiedene Konzepte zum Thema. Wir haben gar keins. Also angesagt, genommen, Sie gewinnen diese Volksabstimmung. Also der Herr Haney gewinnt die dann mit 4 Millionen Schweizer Stimmbürgern vielleicht. Was würde denn dann konkret passieren? Was würde denn dann umgesetzt? Ja, das kannst du ja mal erklären. Also das kann ich sehr gerne. Ist ja auch ein Missverständnis, dass man denkt, guter Punkt, du kannst mal das Missverständnis erklären. Dass man denkt, in der Schweiz wird dann am nächsten Tag ein Grundeinkommen umgesetzt, wenn ihr das gewinnt. Ja. Das ist auch ein Missverständnis. Das ist nicht sehr wahrscheinlich. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, dass auf Anhieb, also immerhin ist das jetzt eine Pioniertat, das erste Mal überhaupt in der Menschheitsgeschichte stimmt ein ganzes Land über so eine Frage ab und dass das jetzt gerade auf Anhieb in der doch sehr konservativen Schweiz, jedenfalls diesen Ruf hat sie, eine doch Idee, die viele noch für utopisch halten, dass das auf Anhieb eine Mehrheit finden wird, glaube ich nicht. Aber dass ein Grundeinkommen, dass es in 50 Jahren kein Grundeinkommen gibt, kein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, finde ich wiederum utopisch. Und jetzt Ihre Frage war ja nach der Höhe. Und wie haben wir das jetzt gemacht in der Schweiz? Also wir haben eine Verfassungsinitiative gestartet für die Bundesverfassung, also auf der Ebene der Bundesverfassung, wie in Deutschland das Grundgesetz. Und dort haben wir nur ganz das Allergrundsätzlichste jetzt in diesem Gesetzesvorschlag festgehalten, nämlich dass dieses bedingungslose Grundeinkommen für alle sein soll, die rechtmäßig in der Schweiz leben, und dass es in einer Höhe sein soll, dass man menschenwürdig leben kann. Und diese Diskussion,
würde man dann natürlich wiederum demokratisch führen wollen und müssen. Was heißt jetzt, was wäre die Höhe eines menschenwürdigen Daseins? Und jetzt schon darüber zu fest sich zu streiten, ja, wie hoch muss denn das sein, haben wir ein bisschen dadurch zurückgenommen, indem wir das nur als allgemeine, jetzt gar nicht mit einer Zahl benannt haben. Natürlich fragen dann alle, ja, wie hoch sollte es dann sein, was denken Sie? Und dann sagen wir einfach als Größenordnung, damit man auch mal rechnen kann, ja, rechnen Sie doch mal mit 2.500 Franken. In der Schweiz, das ist in Deutschland gefühlt 1.200 Euro. Ich finde diese Frage, wie hoch muss ein Einkommen sein, damit man menschenwürdig leben kann, die finde ich natürlich an sich schon sehr interessant und einer längeren Debatte würdig. Was ist Ihr Vorschlag für die Höhe, wenn ich gegenfragen darf? Mindestens das, was Sie gerade gesagt haben, vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber ja gut, dann ist es schon dann die zweite Frage, die sich daran anschließt eigentlich. Wie käme man denn dazu, dass die Leute dieses Mindesteinkommen auch tatsächlich garantiert bekommen? Und wo kommt das Geld dann her? Also es gibt ja Leute, die weniger verdienen. Zum Beispiel die Leute, die heute auf Hartz IV sind, die haben ja weniger. Und das muss ja dann von woanders herkommen. Genau, auf das sind wir da schon eingegangen, auch im Glossar. Also dann möchte ich nur sagen, Hartz IV, wenn man jetzt rechnet, dann noch Wohngeld und was da noch dazu kommt und der bürokratische Aufwand, der betrieben wird, um das zu verwalten, dann kommt man locker im Durchschnitt auf 1.000 Euro. Also nehmen wir an, das Grundeinkommen wäre 1.000 Euro in Deutschland, dann wäre das jetzt auch bei denen, die wirklich ganz wenig haben, eben die von Hartz IV leben, das wäre dann eigentlich vom Aufwand her gleich groß. Ganz kurz, ich finde den Gedanken interessant, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, ich unterbreche dich, um das für mich zu verdeutlichen. Der Hartz-IV-Empfänger kriegt ja nur deshalb weniger ausbezahlt an Sozialleistungen, als er bekommen könnte, weil von seiner Betreuung ja auch noch der Sachbearbeiter mitleben muss. Das heißt, die einzelnen Kosten für den einzelnen Hartz-IV-Empfänger von Seiten des Staates sind viel höher und sehr ineffizient verteilt. Alleine da sieht man schon, dass auch Hartz IV unter dieser Perspektive pro Kopf einen Betrag ausmacht, der deutlich mehr als der reine Hartz IV-Regelsatz. Das habe ich nicht richtig verstanden. Ja, genau. Und daraus kommen ja Spüren, wenn ich den Satz noch sagen darf, dass Hartz IV, das ist ja einfach, also sicher menschenunwürdig. Und warum? Weil es ein Disziplinierungssystem ist, wahrscheinlich als Gedanke dahinter. So, es geht darum, um die Menschen zu disziplinieren. Vom Finanziellen her ist es locker zu machen. Deshalb schlage ich gerne immer vor in Deutschland, wie könnte man das bedingungslose Grundeinkommen einführen? Ja, ganz einfach. Man muss einfach eine bedingungslose Wäscherei einrichten. Stellen Sie vor, die bedingungslose Wäscherei, das wäre jetzt ich, oder? Und die Pola wäre die Hartz-IV-Empfängerin, ich würde ihr 1.000 Euro geben. Dann könnte sie entscheiden, will sie weiterhin zur Arbeitsagentur gehen oder will sie das aufhören, will sie jetzt diese bedingungslosen 1.000 Euro als Grundeinkommen haben und sich vom Arbeitsamt, oder wie heißt es, Arbeitsagentur abmelden. Wenn sie sich abmelden würde, dann würde ja die Arbeitsagentur 1.000 Euro für haben, also die hätten ja 1.000 Euro weniger Kosten. Und diese 1.000 Euro, die sie dann weniger hätten, die könnten sie ja mir geben, in die Bedingungsloswäscherei, so damit ich sie immer wieder ihr geben kann. Und dann wäre der Kreislauf geschlossen und diese 1.000 Euro bedingungslos gemacht. Ich fand das gerade sehr interessant, was der Herr vorne in Rot gesagt hat, man will sich ja nicht schlechter stehen. Und da fehlt eigentlich noch die Antwort drauf. Was heißt das? Was meinen Sie damit? Man will sich ja nicht schlechter stehen als jetzt, oder? Ja, natürlich. Ich meine, wer wenig Einkommen hat heute, also zum Beispiel Hartz IV, wenn man also praktisch dieses bedingungslose Grundeinkommen, man kann es ja sogar noch runter machen. Das ist ja theoretisch möglich. Und das soll natürlich ausgeschlossen werden, dass die Lage von Leuten sogar noch verschlechtert. Aber interessant ist ja, das zu verbinden mit dem Aspekt der Disziplinierung. Die Frage ist, was macht eine Lage eigentlich schlecht? Ist es bloß das Einkommen, was mehr oder weniger zum Leben reicht? Oder ist es genau jene unglaubliche disziplinarische Macht, die mit dem Entzug
dieses Mindesteinkommens verbunden ist. Und das heißt, ich mache das nur als Gedankenvorschlag, stellen Sie sich mal vor, man könnte sozusagen den Hartz-IV-Satz plus Wohngeld plus die sonstigen Krankenversicherungsleistungen und so weiter alle aufaddiert, minus 1 Euro bedingungslos an jeden Bürger auszahlen. Dann würden Sie sagen, dann ist er ja schlechter gestellt, hat ja 1 Euro weniger als bei Hartz IV insgesamt. Ja, aber er hat ja nicht mehr die Repression, er hat nicht mehr das Disziplinierungsinstrument. Und da merken wir, dass Geld gar nicht unbedingt als numerische Summe eine Macht entfaltet, sondern dadurch, dass sie auf diese oder jene Art und Weise einem zugeteilt oder entzogen werden kann. Und ich glaube, dieses Machtkartell würde das bedingungslose Grundeinkommen allemal brechen und damit würde es allen besser gehen. Von der Entwicklung des Menschen, weil Sie vorhin die Menschheit angesprochen haben, ist es so, dass wir etwas tun müssen, zum Beispiel Nahrung suchen, damit meine Rotte im Hintergrund überleben kann. War schon so ungefähr entwickelt. Was heißt also praktisch? Mein Denken zur Zeit ist dieses, dass ich etwas tun muss für meine Familie, als kleines Beispiel, damit ich überleben kann. Das ist meine Grundeinstellung. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie soll das dann in Ihrem, ich darf mal so sagen, geregelten System funktionieren? Denn, wie gesagt, nochmal, ich bin es so gewohnt, etwas zu tun, etwas, dafür bekomme ich etwas. Andersrum, zwei Schritte der Tour funktioniert jetzt gerade nicht. Die Eva musste bereits den Apfelbaum pflücken, damit Adam diesen Apfel essen konnte. Diese Art von Tätigkeit zeichnet mich als Mensch aus, dass ich irgendwas tue, weil ich das Leben ist bereits ein Tun. Also ich finde, Grillen bei dem Grundeinkommen ist, hat nichts damit meiner Ansicht nach zu tun. Denn ich bleibe nach wie vor Mensch, ob ich ein Grundeinkommen habe oder nicht. Die Frage ist, ob ich überlebe. Und da will ich Entschuldigung, das heißt mein Einsatz zum Überleben, das habe ich gesagt, die Familie ist nicht mehr. Genau, gerade weil wir doch heute, der Götz Werner hat das immer sehr schön rübergebracht, wir arbeiten heute zu 100% immer für andere. Kein Mensch von uns arbeitet noch für sich selber, außer er geht mal in seinen Garten und macht ein bisschen Schrebergarten. Aber ansonsten, was wir heute Arbeit nennen, wo wir Lohn und Gehalt für kriegen, sind immer Tätigkeiten für andere. Also genau, das ist der richtige Punkt. Und das sind wir uns nicht gewohnt, das fand ich nämlich das wichtigste Wort jetzt in Ihrem Statement. Sie haben gesagt, wir sind uns das nicht gewohnt, oder? Weil wir uns tatsächlich was anderes, immer haben wir für uns selber gearbeitet. Das sind wir uns gewohnt. Und deshalb machen wir heute Lohnarbeit bei der Erwerbsarbeit und machen das und denken, warum mache ich das? Ja, wegen dem Lohn, den ich bekomme. Oder? Wie früher bin ich auf die Jagd gegangen und dann habe ich, weiß nicht, den Hirsch oder die Vegetarier, die Bären, mit nach Hause gegangen. Ja, sehr wahr, ne? Das machen wir auch. Aber diese Gewohnheit haben wir immer noch, dass wir denken, jetzt gehe ich in eine Fabrik oder in ein Büro, dort hat es Hängematten und so. Und dann, aber ich mache das, damit ich den Lohn bekomme. Das ist noch, wir sind uns gewohnt, noch zu fühlen, denken, als wären wir noch Selbstversorger. Und Sie haben natürlich völlig recht, sind wir gar nicht mehr, oder? Systemisch leben wir in der totalen Fremdversorgung. Nie arbeiten wir für uns selber, immer für andere. Wir bringen heute die Beute, die wir erlegen, immer zu anderen. Wir verteilen die Beute in der Welt. Aber genau. Das ist interessant. Und also, darf ich noch das Grundeinkommen jetzt in diesen Prozess verorten? Weil das ist eigentlich der große, grundlegende Wandel, der heute passiert, dass wir strukturell, haben wir schon reine Fremdversorgung, nicht mehr Selbstversorgung, aber mental haben wir das noch nicht. Und das Grundeinkommen kann vielleicht ein Helfer sein, ein Stock oder ein kleines Sprungbrett, um dass wir das bewusstseinsmäßig hinkriegen, zu verstehen, wie wir heute schon leben. Also wenn das Grundeinkommen zu einer Misere führen wird es immerhin das als Verdienst haben, dass es uns geholfen hat zu verstehen, dass wir heute nicht mehr Selbstversorger sind. Ich glaube nicht, dass es das Grundeinkommen in die Misere führt. Sie haben gesagt, wenn man sich die Geschichte der Menschheit anschaut, dann sieht man,
Es herrschte immer ein gewisser Zwang, dass man, um zu überleben, etwas tun musste. Den Acker bewirtschaften, dass die wilden Tiere jagen, wie auch immer. Und dass, wenn es diesen Zwang, und man aus dieser Logik diesen Zwang weiterdenkt, dann könnte man ja sagen, naja, wenn man meinen würde, dieser Zwang bestünde tatsächlich heute noch so, dass man für seine eigene Familie, für die eigene Sippe weiter irgendwie jagen müsste, um zu überleben, dann wäre das mit dem Grundeinkommen ja gar kein Problem, weil der Zwang ja weiter besteht. Ich müsste es ja tun. Die Frage wird ja nur dann virulent, wenn man denkt, ich muss es ja eigentlich heute nicht mehr. Und wenn man das dann weiterführt, dann kommt man da raus, wo Herr Haney gerade gelandet ist, dass man sagen könnte, es gibt heute höchstens einen indirekten Zwang und der besteht in der faktischen Notwendigkeit, dass ich auf alle meine Mitmenschen angewiesen bin, dass die für mich leisten. Ich bin heute nichts mehr ohne meine Mitmenschen. Ich kann nicht überleben mehr alleine in diesem Dschungel, wenn es nicht Menschen gibt, die für mich Hosen nähen, die für mich Brötchen backen, die meine Kinder erziehen, die Schulen gründen und so weiter. So streng und brutal wie früher der Zwang war, selber in der Wildnis sich durchzusetzen, so notwendig, aber ganz anderer Struktur. Ich glaube, nicht mehr mit diesem alten Zwang sind heute die sozialen Umgebungen ausgestattet, auf die wir angewiesen sind. Das heißt, es hat eine andere Richtung stattgefunden, es hat sich ergeben sozusagen. Ich bin auf diese Umgebung angewiesen und nicht mehr auf meinen eigenen egoistischen Überlebenskampfwillen. Und das ist interessant und das Grundeinkommen hilft dabei, glaube ich, diesen Paradigmenwechsel zu verstehen. Was ja noch hinzukommt, ist ja, dass viele Arbeiten heute übernommen werden von Maschinen. Und aus dem Grund ist es überhaupt erst möglich, so ein Grundeinkommen zu denken. Denn das macht ja nicht jeder Mensch alles, ne? Sondern die Maschinen nehmen ja sehr viel ab. Vielleicht sollte man sich daran erinnern, dass bereits die alten Römer dieses Problem folgerichtig erkannt haben, indem sie gesagt haben, jeder, der einen Sklaven Freiheit gibt, dem muss er gleichzeitig ein Stück Land geben, damit er sich selbst ernähren kann und seine Familie. Das war im Prinzip ein Grundeinkommen der damaligen Zeit. Es war da normal, dass jeder, wenn er einen Acker hatte, sich seine Nahrung anbauen konnte und damit überleben konnte. Das war im Prinzip Grundeinkommen nach römischer Art. Das Ganze deutet einfach auf die Problematik hin, dass es um die Vermögensfrage geht, die wir irgendwo da am Halse haben und an der Jacke haben, wenn wir Grundeinkommen regeln wollen. Die Frage ist, wie verteilen wir das Vermögen? Denn Grundeinkommen ist im Prinzip Vermögensverteilung. Vielleicht können wir so den zweiten Teil einleiten, nämlich wir können ja viele Argumente, warum das Grundeinkommen gut ist und so. Und mich interessiert immer, ja, aber warum machen wir das ja eigentlich, wenn doch so einfach und so logisch und so gut wäre, warum machen wir das noch nicht? Können Sie mal auf diese Frage eingehen? Warum haben wir noch kein bedingungsloses Grundeinkommen? Was steht dem eigentlich am allermeisten im Wege? Also suchen wir die Top 10, warum es das noch nicht gibt. Genau. Die Machtfrage. Danke. Die Machtfrage. Und diese Machtfrage geht ja dann ausgerichtet darauf, Zwang auszuüben. Und diejenigen, die die Herrschaft ausüben, die den Zwang ausüben, die Macht ausüben, die wollen das weiterhin so haben. Das steht der Entwicklung entgegen. Zack, ne? Zack, Macht. Hat er sie gleich überstimmt, was? Nee, ich wollte sie auch sagen. Genau. Uns wurde ja vorher von Ihnen auch schon klar. Es geht um die Macht. Ne? Und was steht uns noch im Wege? Oder was steht uns im Wege, die Macht? Ja, ist das überhaupt, das wäre meine Frage, ist das überhaupt intelligent, dass die sogenannten Mächtigen heute so denken? Das wäre noch eine interessante Frage. Nicht intelligent. Weil? Denn im Rahmen des Erteilens des Grundeinkommens, der Grundversorgung, ist mir völlig wurscht, befreien wir die Menschen. Das ist ja einer der Hauptgedanken. Die Menschen zu befreien von dem Zwang. Das fördert die gesamte Weiterentwicklung der Gesellschaft. Kreativität, Solidarität.
miteinander, füreinander, nicht gegeneinander, so wie das hier heute alles abläuft. Das wissen die selbst, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Aber das ist trotzdem sehr gut und deshalb habe ich diese Frage spontan wirklich gestellt, weil interessant ist ja, jetzt wären wir ja bezüglich dieses, nicht Missverständnisses, sondern dieses Hemmnisses, warum es das Grundeinkommen heute noch nicht gibt, ja schon einen Schritt weiter, nämlich einen Schritt weiter bezüglich der Erklärungsmöglichkeit, dass man auch sieht, und das sieht man vielleicht nicht so schnell, dass das Grundeinkommen den Mächtigen von seinem Zwang zur Unterdrückung befreien würde. Das ist ja sehr interessant. Genau. Normalerweise denkt man ja mal umgekehrt, das würde den Unterdrückten vom Zwang gegen, vom ausgeübten Zwang gegenüber den Machthabern befreien, was ja auch stimmt. Aber viel interessanter ist doch jetzt, dass diese Mächtigen, die sagen, Grundeinkommen auf gar keinen Fall, die Parteien, die Gewerkschaften, dass wenn man das versteht, dass die merken, wenn wir das jetzt machen, dann gewinnen wir ja einen Freiheitsspielraum. Das ist interessant. Und sie melden sich. Aber so denken die halt. Sie fürchten sich davor. Das stimmt. Sie fürchten sich selbst davor, frei zu werden. Ja. In Häkchen. Ja, ja. Weil sie dann ihrer Macht, ihres Machtes enthoben sind. Ja. Und was bin ich dann noch wert, ja, wenn ich keine Macht mehr ausüben kann? Ja. Sind eigentlich ziemlich arme Figuren. Ja. Und warum unterwerfen wir uns dann denn? Genau. Das ist der Punkt. Entschuldigung, die Frage habe ich jetzt nicht verstanden. Und warum? Also das Grundeinkommen ist eine Ermächtigung zur Selbstermächtigung. Und wir sagen, okay, und da gibt es welche, die wollen das nicht. Sie haben es jetzt sehr prägnant beschrieben. Super, oder? Ja, aber wieso unterwerfen wir uns denn weiterhin? Warum wir uns unterwerfen? Ja, ja. Unterwerfen. Warum? Das ist der eigentliche Grund, warum es funktioniert, weil wir uns unterwerfen. Ja, eben. Sonst würden wir sicher viel mehr. Ja? Denn nach den demokratischen Bedingungen wäre das ganz einfach zu regeln. Aber ist das eine mentale Knechtschaft oder ist das noch eine mit Peitsche und also ist es Panzer? Es ist ganz sicherlich eine Mischung, wobei die mentale Seite wahrscheinlich mehr als 50% ausmacht, würde ich meinen. Ich sage mal so, ich habe mir auch viel Gedanken gemacht, was man als Begründung für diejenigen verwenden kann, die, ich sage mal, scheinbar die Macht haben aufgrund ihres Vermögens und so weiter. Diese Leute begreifen sofort, wenn wir über Investitionen reden, dass man erstmal Kapital einsetzen muss, bevor man einen Return on Investment wieder kriegen kann. Wir sprechen doch so gern vom humanen Kapital. Warum argumentiere ich nicht das Grundeinkommen mit derselben Begründung wie jede andere Investition? Ich muss erstmal Kapital investieren, bevor ich eine Rückleistung bekommen kann. Ich finde, das ist eine für sich. Sollte jedem Kapitalisten einleuchten, dass er erstmal investieren muss, bevor er was zurückkriegen kann. Und wenn er das jetzt in Form von Grundeinkommen in das sogenannte Humankapital macht, ist doch das eine verdammt gute Begründung, oder? Also die Kuh muss erst essen, bevor man sie merken kann. Richtig. Das meint. Ja, genau so. Aber genau, verrückt. Das Thema, ich weiß, dass ich da nur einige Aspekte mit ablege. Aber ich sag mal als Begründung. Für denjenigen, der sagt, ja Mensch, ja, das Geld habe ich doch nicht, das geht doch nicht. Ist doch ganz einfach. Wenn ich investieren will, muss ich Kapital rein. Ich glaube, das Beste, was passieren könnte, wenn man einen so denkenden Investor mit diesem genialen Manöver einzufangen versucht, gehen Sie ruhig dran und sagen, Sie sind gerade beim Grundeinkommen. Wenn man einen so denkenden Investor mit diesem Humankapitalargument einzufangen versucht, dass man diesen Leuten klar macht, dass sie Investoren sind. Aber die Pointe von mir kommt jetzt noch. Das Interessanteste, was passieren könnte, wäre, dass der bemerkt, dass er nicht nur über die Menschen falsch denkt, sondern auch noch über seine Unternehmungen. Das ist richtig. Weil es ist ja interessant, wie man Kapital und Return on Investment beziffern kann. Und für den ist das in seiner Businesswelt völlig klar. Setzt die Kinder ein, lasst sie arbeiten, zahlt ihnen nichts, Hauptsache der Return on Investment. Das Thema der Kinder will ich an der Stelle nicht erwähnen. Aber das wäre interessant, dass wir überhaupt mal lernen, was heißt das eigentlich, was uns zurückkommt und wie könnten wir das bemessen. Weil wenn man das nicht mitbedenkt, und das haben Sie ja auch mitbedacht, deshalb haben Sie das, was Sie gerade gesagt haben, so habe ich Sie verstanden, auch mit einem Augenzwinkern gesagt, dann ist es natürlich nicht, man muss die Kuh erst füttern, damit sie gemolken werden kann, weil eben der Mensch
nicht so ein Wesen ist, was derart gemolken werden kann wie der Investor, der so denkt, heute seine Firma melkt. Deshalb meine ich, das Interessanteste, was passieren könnte, ist, dass der weder seine Firma noch die Mitmenschen danach so melkt. Und das dazu führt ihre Zuspitzung in meinen Augen genialerweise. Also diese Debatte, die geht mir dermaßen auf den Geist, weil ich will die kapitalistische Klassenherrschaft nicht, ich will die Lohnsklaverei nicht und ich will, dass die Arbeiter, die Lohnabhängigen, die Kapitalisten enteignen. So, das ist was ganz anderes und ich will eine andere Produktionsweise. Da sehen wir, was ganz anderes ans Grunde kommt. Ich weiß, aber mir jetzt zu erklären, wir müssen den Kapitalisten sozusagen Bedingungen schaffen, damit sie sozusagen die Arbeiter weiterhin das Grundeinkommen finanzieren lassen, was dann umverteilt wird über den Staat. Das geht mir sowas auf den Zeiger. Mhm. Also wenn wir über das Grundeinkommen als systemkonforme Maßnahme reden, ist das was anderes, als mir jetzt noch anhören zu müssen, dass die Arbeit den Kapitalisten finanzieren müssen und den Staat und dass wir dann umverteilen. Gut, das hat sich jetzt im Gespräch so ergeben, aber Sie haben ja vorgearbeitet, Sie haben mir das Entscheidende schon gesagt, nämlich das Grundeinkommen ist dazu da, dass man Nein sagen kann. Genau. Und darauf sehen Sie ja den Boden, worauf die Geschichte weitergeht. Aber es gibt ja gar keinen Kapitalisten mehr, wenn alle zu ihm Nein sagen. Mit dem Grundeinkommen, wenn alle zu ihm Nein sagen und sagen, die arbeiten nicht mehr für dich und wir übernehmen den Laden selber. Aber sie sind ja abhängig, weil die Produktionsmittel gehören ja dem Kapitalisten. Ja. Der kann mit Hilfe des Staates die Leute alle entlassen und neue einstellen, wer weiß woher. Das wird schon schwierig. Das ist genau die Frage. Streikbrecher kriegt man oder hat man in der Geschichte immer hin und wieder gefunden. Weites Thema jetzt. Wir tun immer so, als ob dieses Grundeinkommen uns dahin versetzen würde, dass wir davon in Saus und Braus leben können. Das ist ja nicht der Fall. Ich habe, wenn ich 1000 Euro oder 1200 Euro habe, dann bin ich habe ich eine gewisse Sicherheit. Nur, ich möchte vielleicht ein Auto, ich möchte eine Reise machen, ich möchte eine neue Karte kaufen, ich möchte Gäste einladen, ich möchte was weiß ich alles. Das heißt also, es reicht gar nicht. Ich werde weiter arbeiten und tun und eben zusätzlich was verdienen und werde also auch also gar nicht völlig in der Lage sein, mich auszuklinken aus gewissen Zwängen, die entstehen, weil wenn ich einen Job kriege, wo ich dann noch 5000 Euro zusätzlich kriege, dann überlege ich mir, ob ich denn den, obwohl er mir nicht so gut gefällt, trotzdem mache. Ich kann aber dann sagen, ich mache ihn nicht. Oder aber ich will mir irgendwas kaufen, also mache ich den Job. Ich habe nur eine andere Grundlage. Also dieses, wir vergessen immer einfach, dass damit das Leben ja nun nicht zu Ende ist oder damit nun nicht das Schlafen, wenn es um mich herum existiert, sondern ich meine, davon reden wir, aber es wird immer so gesagt, als ob überhaupt nichts mehr, kein Anreiz mehr da ist und nichts. Das ist also nur eben halt ein Grundeinkommen, was Sie vorhin gesagt haben, ohne diese Repressalien, dass ich eben einfach die Sicherheit habe, ich habe ein Dach über dem Kopf und ich kann mir was zu essen kaufen. So, und alles andere wird so laufen wie bisher, freier, unabhängiger. Aber laufen wird es trotzdem. Mit höherer Ehrlichkeit den eigenen Entscheidungen gegenüber, wenn ich sie recht verstehe. Ja. Wenn ich mich entscheide, dass meine Bedürfnislage anders ist und ich gerne dieses oder jenes Konsumgut weiterhin beziehen möchte, dann kann ich ja mich selber zu diesem oder jenem Kompromiss weiter im Rahmen der Lohnarbeit bereit erklären. Das wird auch geschehen. Genau. Das ist nur, wie gesagt, ich bin ein bisschen unabhängiger und ich muss also nicht mir irgendwas gefallen lassen und mich nicht dann eben halt wirklich verkaufen lassen für nichts oder wieder nichts. Das ist alles, was passiert, mehr nicht. Ja, ich bin in der Lage, meine eigene Lebensplanung zu machen. Jetzt ist es ja so wenn ich arbeite, schaue ich sozusagen auf 65 Jahre, dann kommt die Rente. Also Schule, Arbeit, Rente, diese Dreiteilung. Und irgendwo komme ich ja nicht richtig raus da, wenn ich nicht kurz auf Hartz IV gehe. Und das ist ja nicht so lange möglich. Aber wenn ich dieses Grundeinkommen habe, dann kann ich zwischendrin immer mal wieder auf Grundeinkommen gehen, natürlich. Und kann die nächste Arbeit anschauen, aber bin nicht mehr so gebunden an die Vorgabe, die jetzt eigentlich uns immer bei der Stange hält. Ja, natürlich, aber wenn ich mein Auto und mein Boot und mein Haus will, dann werde ich trotzdem irgendwo sehen. Natürlich, das ist
bei mir, wofür ich mich entscheide. Und die Entscheidung habe ich jetzt eigentlich nicht. Das sagen wir aber haben. Das sagen wir ja alle. Diese Unabhängigkeit, die Freiheit, die so ist, dass ich eben auch sage, ich muss also um mich brauche ja nicht, dann kann ich damit auch leben. Nur das, was immer hier im Raum steht, ist so, mit diesen 1200 Euro, da schwimmen alle in der Nein, das ist so nicht gemeint. Das ist auch so überhaupt nicht angesprochen. Das ist nur diese Sicherheit, Nein sagen zu können. Das ist alles für kleines Geld, für kleines Geld für fremde Menschen anschaffen zu gehen. Verstehen Sie? Ich sage jetzt schon Nein. Ich gehe nicht für 8,50 Euro, nicht für 10 Euro anschaffen für fremde Leute. Und so sage ich denen das auch. Aber interessant fand ich gerade, erst recht, weil Sie doch mal das betont haben, was Sie gesagt haben, Sie haben eigentlich ein weiteres Missverständnis formuliert, dem man auch häufig begegnet und dem wir uns in einem Kapitel im Buch auch gewidmet haben, gar nicht in der Aufzählung, wo wir einfach die Frage gestellt haben, was wäre denn das Schlimmste, was irgendwie passieren könnte, wenn es ein Grundeinkommen gäbe? Also wenn das Schlimmste wäre, dass jetzt mal rauskommen würde, ob alle das, was wir heute machen, eigentlich wirklich wollen. Wenn man das ein bisschen weiterdenkt, kommt raus, so viel würde sich heute wahrscheinlich gar nicht ändern. Also natürlich würde ganz wesentlich ein Freiheitsmoment einziehen, man könnte Nein sagen zu den kleineren und größeren Repressalien des Alltags. Aber wenn ich mich entschieden habe, ein Familienhaus zu kaufen, dann werde ich weiter meine Rate abbezahlen müssen. Wenn ich mir einen Porsche leisten will, dann werde ich weiter Erwerbsarbeiten und so weiter und so fort. Das heißt, es wird sich in den gesellschaftlichen Verbindlichkeiten, in den kleinen und großen Freiheiten und Zwängen des Alltags womöglich überhaupt gar nicht so viel ändern, aber trotzdem etwas fundamental. Und das ist die Doppeldeutigkeit, die Doppelsinnigkeit, die man vielleicht zusammendenken muss. Weil Sie haben ja gerade nochmal darauf gepocht, es ändert sich etwas fundamental. Und das ist genauso richtig in meinen Augen, wie es stimmt, dass diese fundamentale Änderung womöglich nicht zu einer grundsätzlichen Umstürzung unserer alltäglichen Institutionen und Verhältnisse führen wird, sondern vielleicht sieht es auch in der Grundeinkommensrepublik an vielen Stellen nicht großartig anders aus, aber vielleicht sieht es in den Herzen der Menschen an der entscheidenden Stelle anders aus. Das ist doch der interessante Aspekt. Mich interessiert, was Sie weiter treibt, das so zu forcieren, weil die Schweiz, wie Sie richtig gesagt haben, ja ein sehr konservativer Land ist. Gesagt, genau. Ich sag mal so, vor ein paar Monaten hat es ja diese hübsche Wahl gegeben wegen der Zuwanderung in die Schweiz und ich sag mal die rechtsradikalen Kräfte, ich nenne sie rechtsradikal, obwohl sie nur rechts sind, aber die neigen dazu, auch in der letzten Wahl jetzt in der Schweiz relativ stark zugenommen haben. Soll ich auf das eingehen, Maxima? Ich will das gerne hören, was du jetzt sagst. Ja? Ja. Also, dass das aus dem Ausland so aussieht, wie Sie jetzt gesagt haben, kann ich schon verstehen. Aber es ist nicht so. Die Schweizer sind keine Rassisten und es sind nicht Rechtsradikale, die da diese Initiative gegen die Masseneinwanderung, das Wort ist eigentlich schon ziemlich krass, oder? Diese Initiative vorangebracht haben und dann gab es ja so einen Zufallsmehr von 50,1 oder 3%, und das beschäftigt uns jetzt sehr. Ich glaube, der Hauptgrund, warum in der Schweiz dort Nein gestimmt wurde, ist der Aspekt der Selbstbestimmung. Daran kann man vielleicht auch was Positives abgewinnen, dass die Schweizer sich sagen, wir wollen uns die Frage der Einwanderung, wie viele Menschen zu uns kommen können, die wollen wir uns nicht durch eine Personenfreizügigkeit, die wir eingehen müssen mit Europa aus wirtschaftlichen Gründen, wir wollen das uns nicht aufzwängen lassen. Wir wollen innerhalb der Schweiz selber bestimmen können, wie wir das regeln mit der Einwanderung. Das Argument der Selbstbestimmung, glaube ich, ist viel stärker, als dass man jetzt sagen könnte, ach, die Schweizer wollen sich, das sind Rassisten. Natürlich sind die Schweizer ängstliche Menschen und lieber geht man mal zurück und quasi in der Bescheidenheit sagt man, ja, nein, es soll niemand kommen und so, oder? Aber es ist nicht Rassismus, es ist, glaube ich, ein untergründig im Positiven, ist es der Wille zur Selbstbestimmung.
Und die andere Frage war ja, warum setzt du dich in so einem Land, das ja so anscheinend konservativ ist, warum Grundeinkommen in der Schweiz? Ja, weil in der Schweiz eben gerade dieser Aspekt der Selbstbestimmung so stark verankert ist. Und daran knüpfen wir an mit dieser Initiative, weil das bedingungslose Grundeinkommen ist ein radikaler Selbstbestimmungsvorgang. Wenn es in Deutschland direkte Demokratie gäbe, ja, vielleicht wäre ich dann in Berlin geboren, ich weiß es nicht. Aber so bin ich in Bern geboren und dort gibt es das. Und gibt mir die Gelegenheit, diese Möglichkeit, diese Idee, die natürlich nicht nur die Schweiz meint, sondern schlussendlich die ganze Welt meint. Aber hier, also dort in der Schweiz, wo ich lebe, dort gibt es diese Möglichkeit der direkten Demokratie, also eine Initiative, die jetzt nicht von den Mächtigen, von den Politikern herkommt, zu ergreifen. In Deutschland herrscht ja ein Monopol auf politische Ideen, habe ich gehört. Da darf nur der Bundestag und die Regierung politische Ideen vorbringen. Und die Presse, nicht zu unterschätzen. Und die Medien spielen auch eine wichtige Rolle. Das ist auch in der Schweiz ein Problemfaktor. Wieso ein Problem? Weil die Medien in der Schweiz genauso konzentriert sind wie bei uns in Deutschland. Ja. Und die Stimmungsmacher der Medien sind schon erheblich in ihrer Auswirkung. Ja. Als Schweizer denke ich anders. Ich denke nicht immer, ich denke anders und das hat mit dem Grundeinkommen zu tun, lassen Sie mich das sagen. Weil immer zu denken, jemand anderes hindert mich an dem, was ich eigentlich will, das ist so verbreitet außerhalb der Schweiz. Immer ist jemand anderes schuld, der dafür verantwortlich ist, dass ich nicht machen kann, was ich will. Und ich finde, das ist der Schweizer genauso zu den Medien wie zu den Politikern Nein sagen. Ja. Das ist ja immer dieser gleiche Aspekt. Sie lesen das und sagen, ich sage, und deshalb muss ich jetzt Ja stimmen? Natürlich nicht. Ich bin der Letzte, der diesen Aspekt geringschätzt, weil ich ihn auch für mich gerne in Anspruch nehme. Aber man darf die Massenwirkung, die Medien erzeugen. Ja, aber kann wenn man Sie. Nicht ignorieren. Ich sage mal, jetzt ganz vorsichtig. Aber wenn Sie auf diesem Argument beharren, dann muss ich Sie auch angreifen, weil dann sagen Sie, die Leute sind dumm und die glauben alles, was von den Medien vorgesetzt wird. Dann setzen Sie auch nicht auf die eigene Meinung und den eigenen Bewusstseinsprozess, der jeder Mensch machen kann, dann setzen Sie gar nicht auf das, sondern Sie sagen, die Menschen sind manipulierbar. Ich habe eine Frage, warum wir Pause machen wollen. Ja, die Frage des Menschen wird es eigentlich ganz gerne noch nur einfach mal klären, wenn Sie sagen, Sie haben eigentlich gar kein Konzept, worüber Sie schreiben. Und wenn in der Schweiz nächstes Jahr tatsächlich abgestimmt werden soll, wie sieht denn das Modell aus, wie das umgesetzt werden soll in der Schweiz? Denn hier auf deutschem Boden gibt es ja mehrere Modelle, die hier kursieren. Ne? Also das Modell von Götz Werner gibt es. Es gibt mehrere Modelle zum Grundeinkommen. Wie sieht das Modell aus, was in der Schweiz eingeführt werden soll? Also die Schweizer verstehen die deutschen Modelle ja auch. Deshalb kursieren die nicht nur auf deutschem Boden, sondern auch in der Schweiz. Aber warum wie finanziert die Schweiz das? Genau. Aber warum ich gerade vorhin bei dem Argument der Modelle Nein gesagt habe, liegt daran, weil zum Beispiel sich auch Götz Werner streng dem verwehren würde, dass das, was er gerade diskutiert, ein Modell sei. Ja, natürlich, so. Das weiß ich. Das hat aber auch eine absolute Berechtigung und das lässt sich auch nicht mit das weiß ich abtun. Natürlich kenne ich sämtliche akademischen Sammelbände mit den 32 Finanzierungsvorschlägen für Deutschland, von rechts bis links und konservativ bis liberal und so weiter. Wie auch immer. Natürlich kenne ich den Vorschlag, man sollte dieses Gesetz so und jenes Gesetz so machen. Aber interessant ist doch, dass die Schweizer jetzt abstimmen über Folgendes, über den Verfassungsartikel 110a. Und in die Verfassung schreibt man ziemlich wenig, nämlich genauer gesagt 3 Sätze. Herr Haney hat sie vorhin frei erklärt, ich lese sie gerne einmal vor, weil dann wüssten Sie, was an Aufgaben zu tun bleibt, falls die Schweizer sagen, dass das in ihrer Verfassung stehen soll. Am nächsten Tag regnet nämlich noch überhaupt kein Grundeinkommen vom Himmel, sondern am nächsten Tag holen die alle die Sammelbände raus und gucken, was für 32 Vorschläge gibt es denn schon und wie könnten wir das jetzt nur machen. Aber bevor man überhaupt diese Sammelbände sich anschafft, die sind unglaublich teuer und unglaublich dröge zu lesen, kann man sich also ersparen, wenn man das gar nicht will, muss man sich erstmal die Frage stellen, ob man das überhaupt will.
Und ob die Schweiz etwas will und was sie wollen könnte, steht hier. Artikel 110a, Klammer auf neu, bedingungsloses Grundeinkommen. Erster Absatz. Der Bund, also die Eidgenossenschaft, der Bund sorgt für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Punkt. Erster Satz. Zweiter. Das Grundeinkommen soll der ganzen Bevölkerung ein menschenwürdiges Dasein und die Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglichen. Wichtig. Ganze Bevölkerung, menschenwürdiges Dasein, Teilnahme am öffentlichen Leben. Punkt. Und jetzt kommt in meinen Augen der Härtefall und den finde ich genial. Drittens, das Gesetz regelt insbesondere die Finanzierung und die Höhe des Grundeinkommens. Punkt. Das ist der Verfassungsartikel. Darüber wird abgestimmt. Und wenn dieser Artikel in der Verfassung stünde, würde es am nächsten Tag heißen, so, liebe Sozialdemokraten, was für einen Vorschlag habt ihr denn zur Höhe, zur Finanzierung? Und an die liberale Partei ginge der Auftrag, und was für einen Vorschlag habt ihr zur Höhe, zur Finanzierung, zur Ausgestaltung, zur Bedarfsgruppe und so weiter. Und das heißt, es ist in meinen Augen ganz wichtig, dass man das miteinander überhaupt nicht vermischt, weil wenn man daraus ein linkes oder rechtes oder liberales oder konservatives Programm macht, dann braucht man ein Modell. Und entsprechend hatte zum Beispiel der ehemalige thüringische Ministerpräsident Dieter Althaus unter dem Namen Solidarisches Bürgergeld, wieder ein anderer Titel, auch ein Grundeinkommensmodell. Sehr interessant, der ist Politiker gewesen, der wollte das in seiner Partei unterstützen und selbstverständlich braucht ein Politiker, um eine Idee in der eigenen Partei zu unterstützen, nicht nur eine Idee, sondern ein Modell und ein Konzept. Wir sind aber nicht von einer Partei und wollen nicht das linke oder rechte oder konservative oder liberale Grundeinkommen, sondern nichts anderes als diese Frage stellen, die jetzt im Verfassungsartikel der Schweiz steht. Und das ist in meinen Augen auch total wichtig und kostbar, sich auf diese Debatte erstmal zu beschränken. Bei allem verständlichen Interesse, das ich als Ökonom, als Philosoph, als Bürger auch an jeder Finanzierungsfrage, an jeder Detailfrage habe, aber das ist das Verhältnis von Modell und Idee, was ich jetzt mit vielen Worten einigermaßen versucht habe zu umreißen. Jetzt dieses Modell, Deutschland alle gegen alle, oder? Ja. Jetzt gibt jeder hat sein eigenes Modell fürs Grundeinkommen. Und irgendwie hat das meiner Meinung nach, und ich gucke sehr interessiert und aufmerksam auf die deutsche Debatte, meine ich, ist man eben viel zu früh in diese Modellausformulierung gegangen. Und das hat vielleicht auch ein bisschen bewirkt, dass jedenfalls im Moment, das sind auch immer Wellenbewegungen, dass die Debatte ein bisschen erschlafft ist. Weil das macht ja eigentlich gar nicht so Spaß, einander die Modelle um den Kopf zu hauen, wenn man sich im Grundsatz noch gar nicht einig ist. Ich kann Ihnen, darf ich dich als Deutscher unterbrechen und dein Argument nur noch unterstützen. Man kann es an einer Stelle wunderbar sehen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mitbekommen hat, dass am 1. Oktober im Deutschen Bundestag über die Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen debattiert wurde. Und es gab zwei Anträge. Es gab einen Antrag der Linksfraktion, die dafür waren, dass ein Sanktionsmoratorium gesprochen wird und dass die Sanktionsmöglichkeiten innerhalb der Hartz-IV-Gesetzgebung abgeschafft werden. Es gab einen Antrag der Grünen Partei. Die Grüne Partei hat auch gesagt, selbstverständlich, wir müssen die Sanktionspraxis eindämmen, und aber ein bisschen anders. Zwei Fraktionen, zwei Parteien, zwei Anträge. Jetzt kommt die Abstimmung. Also Abstimmung, Antrag der Linkspartei. Linkspartei heben die meisten Parlamentarier die Hand und die Grünen, ja, die enthalten sich, ist ja der Vorschlag von der Linkspartei. Danach der Vorschlag von den Grünen, die Linkspartei sagt, ah ja, ist ja nicht unser Vorschlag, enthalten sich, aber die Grünen stimmen dafür. Was für eine Ideenverschwendung! Da stehen zwei Parteien auf der gleichen Seite, haben das gleiche geistig-gedankliche Ziel erkannt, haben zwei Vorschläge gemacht und dürfen jetzt, weil die anderen ja auch einen Vorschlag haben, nicht für die Idee des anderen einstehen, weil sie denen ja den Vorschlag klauen müssen. Du musst nicht vergessen, dass die Grünen Hartz IV mit eingeführt haben. Das, wo wir mal das kommt auch noch dazu, dass die Grünen in einer rot-grünen Regierung Hartz IV mit eingeführt haben. Man darf ihnen ja nicht die Chance auf Besserung nehmen. Also die ist ihnen ja genauso zugestanden. Aber ja, interessant, um diese Dynamik zu verstehen, und ich meine, das illustriert auf geniale Art und Weise das, was Haney gerade geschildert hat, wenn man nur zu früh in den Ring steigt mit seinen Modellen, dann gräbt man sich jede ideologische Kraft ab, indem man sich im Kickboxen auf Modellniveau gegenseitig umhaut. Und das ist völlig absurd.
Und deshalb bewahren wir uns sozusagen vor dem frühzeitigen Sprung in den Ring, wenn wir noch gar nicht das richtige Match zu kämpfen haben. Ungefähr so. Der Titel könnte einfacher nicht sein. Er heißt einfach Schweiz, Deutschland, USA. Über das bedingungslose Grundeinkommen wird in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich diskutiert. In der Schweiz trifft das Grundeinkommen nicht auf materielle Not, die es zu lindern gilt. Es ist nicht die Lösung eines Problems. Es ist nicht das herbeigesehnte Instrument zur Armutsbekämpfung. Es ist auch nicht das dringend benötigte Instrument zur Förderung der Wirtschaft. Das Grundeinkommen ist in der Schweiz keine Notlösung, sondern eine Innovation. Also eine Verbesserung, die umstritten und keineswegs von allen gewollt ist. Das Grundeinkommen wird diskutiert, weil man es sich leisten kann, wenn man es denn will. Zugleich ist das Thema auch für die Schweiz ein heißes Eisen, denn es ist all jenen ein Affront, also ein Ärgernis, die darin, dass jeder für sich selbst sorgen können muss, Würde und Wert des Menschseins bestimmt sehen. Ihnen ist das Grundeinkommen der völlig falsche, gefährliche Irrweg, der das Paradies auf Erden verspricht, anstatt dazu aufzufordern, sich mit den beschränkten irdischen Verhältnissen zu arrangieren. Wer so denkt, der sieht durch das Grundeinkommen den Gesellschaftsvertrag bedroht, der vorsieht, nur denen zu helfen, die sich selbst nicht helfen können. Wer so denkt, sieht weiterhin die Wirtschaft bedroht, die gerade über den Anreiz zur Lohnbeschäftigung funktioniert und durch den Wegfall dieses Primats ihre Basis verliert, weil jeder ja dann machen kann, was er will, anstatt dass er sich von der unsichtbaren Hand des Marktes zuweisen lassen muss, was gebraucht wird. Außerdem erscheint das Grundeinkommen manch liberaler Seele als sozialistisches Schreckgespenst, als ein fatales Staatsgeld, von dem die Entfaltung des Einzelnen abhängig gemacht werden soll. Die Linken wiederum fürchten durch das Grundeinkommen den Abbau der hart erkämpften Sozialleistungen. Sie merken, das sind ein paar Missverständnisse, die wir am Anfang auch schon hatten. Die Linken wiederum fürchten durch das Grundeinkommen den Abbau der hart erkämpften Sozialleistungen. Sie beschreiben das Grundeinkommen als neoliberalen Kahlschlag und fordern stattdessen einen Ausbau der von ihnen erstrittenen Sozialleistungen. Szenewechsel. Wir kommen von der Schweiz nach Deutschland. Diese moralisch aufgeladene Debatte, die sich von Befürchtungen und Hoffnungen nährt, findet sich in Deutschland radikalisiert wieder. Dort wurde vor rund 10 Jahren mit den Hartz-IV-Gesetzen eine unheilige Allianz von Sozial- und Strafrecht geschmiedet, die das Grundgesetz verhöhnt. Von den Folgen dieser Reform sind nicht nur die Empfänger der Hartz-IV-Leistungen betroffen, sondern ebenfalls alle, denen diese Leistungen in Zukunft drohen, sowie diejenigen, die sie in den Behörden täglich verwalten. All jenen, die in Deutschland ein Schmarotzer- und Faulenzerparadies sehen, sind die Gesetze dagegen willkommen, da sie in ihren Augen wirksam gegen die Plünderung des Sozialstaats vorbeugen. Diese Situation führt dazu, dass die deutsche Grundeinkommensdebatte, bevor sie überhaupt in Gang kommt, meist durch die beiden Vorurteile blockiert wird, dass dann doch erstens niemand mehr arbeiten würde und dass das doch zweitens sowieso nicht zu finanzieren sei. Dieses Nadelöhr ist zu durchqueren, um in ein Gespräch darüber einsteigen zu können, was das bedingungslose Grundeinkommen bewirken könnte. Ein Grundrecht, welches viele heiß ersehnen, weil es in ihren Augen der Not des faktischen Arbeitszwangs entgegentritt. Szenewechsel, USA. In den USA ist die soziale Not noch weitaus größer als in Deutschland. Und dennoch wird das Grundeinkommen dort weniger als Notlösung angesehen, sondern ähnlich wie in der Schweiz eher als Innovation. Das bezeugt das amerikanische Medienecho auf die Einreichung der Schweizer Volksinitiative.
dass jeder Amerikaner seinen American Dream realisieren will, der darin besteht, das zu tun, was ihn erfüllt, scheint kaum in Frage zu stehen. Und vor diesem Hintergrund erübrigt sich sofort der Verdacht, dass mit einem Grundeinkommen niemand mehr arbeiten würde. Natürlich arbeitet man dann noch. Man tut eben das, was man eigentlich immer schon tun wollte. Man lebt seinen Traum. Das Grundeinkommen gilt in den USA als liberales Anliegen mit liberaler Tradition. Feeding Programs feed bureaucracy, heißt es. Armenspeisung füttert Beamtenköpfe. Das Grundeinkommen baut Bürokratie, also unnötiges Misstrauen und überflüssige Verfahren, ab, indem es einen schlanken Staat mit großer Wirkung, nämlich der Wirkung, seine Bürger in Freiheit zu setzen, ermöglicht. Außerdem scheint es immer mehr jungen IT-Unternehmern des Silicon Valleys unumgänglich, Menschen mit einem Grundeinkommen auszustatten, damit sie all jene Produkte, die im Silicon Valley entwickelt werden, um Arbeitsplätze abzuwickeln, trotz Arbeits- und Einkommensverlust in Zukunft weiterhin kaufen können. Also wenn sie nichts mehr tun müssen, außer kaufen, brauchen sie ja Geld. Zusammenfassung. Während also in der Schweiz das Grundeinkommen weltweit am ernsthaftesten diskutiert wird, fehlt in Deutschland das Instrument, um es einzuführen, der bundesweite Volksentscheid. Zudem geistert in Deutschland noch das Hartz-IV-Gespenst herum, das Menschen unwürdig leiden lässt. In den USA wird das Grundeinkommen als liberales Versprechen angesehen, das jedem ermöglicht, das zu tun, was er tun will. Zugleich ist das Grundeinkommen in den USA auch als Mittel zur Armutsbekämpfung im Gespräch, denn anders als in Deutschland, wo der Mangel ein künstlich erzeugter, moralisch gewollter, perfide organisierter ist, fehlen den USA bis heute angemessene Sozialleistungen. Der Mangel wird in den USA entweder gar nicht als solcher erlebt oder noch immer als selbstverständlich empfunden, sodass nach pragmatischen Lösungen gesucht wird, ihn zu beheben. Während der Mangel in Deutschland problemlos zu beheben wäre, würde man sich nicht alle Mühe geben, ihn weiter aufrechtzuerhalten. Herzlichen Dank. Dort hinten erwerben und wir würden es auf der Rückseite noch signieren. Es ist ein besonders dickes Foto, hat 192 Seiten dazwischen. Ja, weil...